Die Kantschulen erinnern sich ihres Namensgebers, des Philosophen der Aufklärung, mit diesem zweiten Festakt zur Würdigung exzellenter Schülerarbeiten aus dem Schulalltag. Liebe Schulleiterinnen, liebe Schulleiter an den Kantschulen, representing Kant Grundschule, Kant Oberschule, Internationale Schule Berlin und Berlin International School. Ihnen danke ich für die Unterstützung, Ihre Lehrkräfte ermutigt zu haben, exzellente Schülerarbeiten zu identifizieren. Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr seid zu Recht sehr gespannt. Herzlichen Glückwunsch für eure Nominierung. Bereits diese 2-3 Minuten zeigen, dass die TU Berlin und die Stiftung privater Kantschulen gleiche Ziele verfolgen. Exzellenz in der Ausbildung, Freiräume für Freidenker und Meinungsfreiheit. Beide stellen sich international auf und glauben an die Bildung als den höchsten Wert. Für mich ist es immer ein besonderer Tag, weil ich dann sehe und auch mein Mann, was wir hier alles haben, welche Talente in unseren Schulen sind. Und es macht uns immer große Freude und erfüllt uns mit großem Stolz. Die Aufgabenstellung für den Kant-Sonderpreis 2017 ist schnell umrissen. Es sollten Schulfahnen gestaltet werden, die künftig das Dach am Standort Campus Steglitz schmücken sollen. Circa 250 Schüler haben sich an diesem Wettbewerb beteiligt. 151 Vorschläge wurden eingereicht. Ich wünsche Ihnen also die Souveränität, sich selbst in Frage zu stellen, die Offenheit, sich anderen Meinungen auszusetzen. Und ich wünsche Ihnen den entschiedenen Mut von Demokraten, einzutreten in jedem Gespräch, dass niemand mundtot gemacht wird, damit das Selbstverteidigungsrecht des Einzelnen gegenüber der Gesellschaft niemals untergraben wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Der Kant-Preis ist ein Preis, der ausgelobt wird für hervorragende Leistungen in 3 Kategorien: Philosophie, Literatur, Naturwissenschaften und soziales Engagement. Auf jeden Fall fühlt man sich geehrt. Wir machen vieles, aber wir machen das auch gerne. Wir gehen gerne auf die Schule und wollen dann auch ein bisschen auch was zurückgeben. Und ich glaube, dafür auch mal eine Auszeichnung zu bekommen, ist bestimmt auch nicht schlecht. Ich habe es noch gar nicht so richtig realisiert. Ist auf jeden Fall ein tolles Gefühl, mit all den tollen Leuten, die richtig unglaubliche Themen sich da vorgenommen hatten, dass man da mit erstmal da stand und dann auch noch ausgezeichnet wird.